500 Euro mehr EM-Rente, weil ich schwerbehindert bin? Was ist dran an dieser Frage? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Bekomme ich aufgrund der Tatsache, weil ich schwerbehindert bin, allein nur aufgrund dieser Tatsache automatisch eine höhere EM-Rente als die Leute, die zum Beispiel nicht behindert oder schwerbehindert sind, sondern halt nur deshalb erwerbsgemindert sind, weil sie aufgrund von Krankheit nicht mehr arbeiten können? Und genau diese Frage wurde mir gestellt und ich möchte ganz gerne mal diese Frage heute in diesem Video beantworten, meine Damen und Herren. Bevor ich aber diese Frage konkret beantworte, möchte ich einfach noch mal darauf hinweisen oder Ihnen erläutern, wie eigentlich eine EM-Rente berechnet wird. Ja, also was eigentlich Inhalt der Berechnung dieser Rente wegen Erwerbsminderung ist. Und Sie müssen sich bitte immer Folgendes klar machen. Die Erwerbsminderungsrente wird praktisch fast genauso, ich sage das Wort, fast genauso wie eine Altersrente berechnet. Nur mit einem kleinen Unterschied. Das zeige ich Ihnen gleich. Hier im Gesetz steht es geschrieben, dass ab dem Zeitpunkt, ab dem Sie erwerbsgemindert sind, die Rente nicht mehr mit Entgeltpunkten aus Pflichtbeitragszeiten berechnet wird, sondern nur noch für eine Zurechnungszeit, also Entgeltpunkte für eine Zurechnungszeit berechnet werden. Das heißt also, bis zu diesem Zeitpunkt wird die EM-Rente ganz normal berechnet aus Pflichtbeitragszeiten, aus freiwilligen Beitragszeiten meinetwegen, aus Kindererziehungszeiten, aus Zeiten des Wehrdienstes, Berufsausbildungszeiten, aus Zeiten der Pflichtbeitragszeiten, Arbeitslosengeld 1, Krankengeld, Anrechnungszeiten und, und. Aber grundsätzlich nur bis zu dem Zeitpunkt, in dem die Rente tatsächlich beginnt. Ab dem Zeitpunkt danach nicht mehr. Dann werden rentenrechtliche Zeiten, wie zum Beispiel Arbeitslosengeld 1-Bezug und Krankengeldbezug, dann für die Rente nicht mehr berechnet, meine Damen und Herren. Aber Sie bekommen ab diesem Zeitpunkt dann eben Entgeltpunkte für eine Zurechnungszeit. Nur das mal als kurzen Hintergrund, als Background, wie eine EM-Rente überhaupt berechnet wird. Und die Zurechnungszeit, die ist eine ganz wichtige rentenrechtliche Zeit und die wird auch, und die wird hoffentlich auch nicht unterschätzt von Ihnen, denn die Zurechnungszeit bringt oftmals hohe Rentenpunkte für die Rente wegen Erwerbsminderung. Meine Damen und Herren, und die Tatsache, dass Sie eine EM-Rente bekommen und schwerbehindert sind, heißt aber nicht, dass die Schwerbehinderung leistungserhöhend wirkt für die EM-Rente. Es gibt im Gesetz, also hier in den Regelungen zur Berechnung der Altersrente, zum Beispiel bei den Entgeltpunkten für Beitragszeiten, nirgendwo eine Regelung, wo da steht, dass Sie aufgrund einer Schwerbehinderung nochmal einen zusätzlichen Zuschlag an Entgeltpunkten bekommen. Das ist im Gesetz so nicht vorgesehen. Was aber vorgesehen ist, meine Damen und Herren, und da schauen Sie bitte mal in den Paragraphen 43 SGB 6 rein, da steht ganz klar drin, dass eine Erwerbsminderung verursacht werden kann durch Krankheit oder Behinderung. Wenn man also durch Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit außerstande ist, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens 6 Stunden zu arbeiten, ist man zumindest nach deutschem Recht teilweise erwerbsgemindert. Das heißt also, die Behinderung oder aber auch die Schwerbehinderung als höhere Stufe der Behinderung kann also ein kausaler Grund, ein Grund dafür sein, dass sie eine Erwerbsminderung haben und daraus dann eine Erwerbsminderungsrente entweder teilweise oder voll bekommen können. Aber die Tatsache selbst, dass Sie schwerbehindert sind, also einen Grad ab GDB 50 haben, ist kein rentenerhöhender Punkt für die Höhe einer Erwerbsminderungsrente. Also da bitte aufpassen,
Sie können also nicht damit rechnen, dass nur alleine, dass Sie allein aus der Tatsache, dass Sie schwerbehindert sind, jetzt mit einem Schlag 500 Euro mehr EM-Rente bekommen. Das ist rechtlich so nicht vorgesehen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.